Am nördlichen Stadtrand von München liegt eines der 16 Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft. Rund 800 Forscher und Doktoranden untersuchen hier das komplexe Zusammenspiel von Umwelteinwirkungen, Lebensstil und der genetischen Prädisposition bei schweren Volkskrankheiten. Wie entsteht Parkinson? Welche Ursachen hat Alzheimer? Fragen, denen Forscher am Institut für Entwicklungsgenetik nachgehen. Unter ihrem Mikroskop die Nervenzellen einer Maus. Die Helmholtz-Allianz zur geistigen Gesundheit in einer alternden Gesellschaft wird in München koordiniert. Zu den sogenannten multifaktoriellen Krankheiten gehört auch Diabetes mellitus, einer der großen Schwerpunkte des Helmholtz-Zentrum München. Exzellente Grundlagenforschung, verbunden mit einer sehr guten Ausbildung, ist aber nur eine Seite der Forschungsstrategie. Der enge Kontakt zu den Kliniken, auch in München, sorgt dafür, dass wissenschaftliche Ergebnisse schnell dazu beitragen, die Lebensgrundlagen der Menschen zu erhalten und zu verbessern. Unterstützt werden die Wissenschaftler durch eine ganze Reihe hochentwickelter Forschungsplattformen, zum Beispiel das Genomanalysezentrum. Hier können Zellproben in großer Stückzahl analysiert werden. Die Erforschung von Lungenerkrankungen ist ein weiterer wichtiger Schwerpunkt am Helmholtz-Zentrum München. Das ILBD, das Institute for Lung Biology and Disease, befasst sich einerseits mit den molekularen und zellulären Mechanismen von Lungenerkrankungen, aber auch mit den Herausforderungen der Applikation von neuartigen Arzneimitteln in die Lunge. Erhöh doch mal die Sensitivität ein bisschen. Um die Auswirkungen von Wirkstoffen auf Lungenzellen zu testen, haben Wissenschaftler im ILBD eine Vernebelungskammer entwickelt, die für die Erforschung von neuartigen Therapiemodellen mit Lungenzellen eingesetzt wird.